Der 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. 900 Milliarden wollen Sie in Deutschland für das Klima erwirtschaften und dann auch zur Verfügung stellen den jungen Leuten. Ja? Und jetzt ist die interessante Frage, wie wollen die Professoren das machen, so viel Geld, so viel neues Geld zu erzeugen, dass man dann rüber ins Klima tun kann, also dort die für die Umwelt das Geld ausgeben kann. Ja? Und was wäre konkret eine Alternative? Also was wäre denn konkret eine Alternative, die die Kinder, Jugendliche bevorzugen, um den Klimawandel dementsprechend in eine positive Richtung zu beeinflussen? Ja. Also ich sage erstmal so, also ganz kurz, die Information ist ja, das ist eine, 24 Professoren sind das und eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin. Und die haben die Lösung gefunden und ich sage jetzt mal den ersten Reformansatz. Das ist die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege. Das ist eine Kombireform von 20 Reformen. Und jetzt sage ich mal kurz, wie der Grundgedanke ist, wie die dort Geld erzeugen wollen. In Zukunft soll mein Hausarzt, wenn der jetzt da hinten seine Praxis hätte, ja, mein Hausarzt soll in Zukunft mir spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitsgemeinde, eigenen Gesundheitssportverein kostenlos anbieten. Und wenn ich dann nie krank werde, kriegt er am meisten Geld für mich. Also er kriegt jeden Monat, den ich gesund bleibe, Geld für mich. Aber nicht weniger Geld, wenn ich krank werde. Ja? Dadurch von der Krankenversicherung. Das wird errechnet und ausgeschüttet, entsprechend ein ganz neuer Bezahlungsschlüssel. Er muss nie wieder einen Papierkram ausfüllen. Ja? Er muss nie wieder irgendwelchen Papierkrieg führen. Dadurch hat er mehr als 50% Zeit, gewinnt er dafür. Und da, in der Zeit macht er diese Kurse. Und die macht er kostenlos. Vielleicht besucht er die Leute auch mal zu Hause, wenn die sich gar nicht für Gesundheit interessieren und sagt mal, ich rede mal drüber. Oder er lädt einen von der Pharmaindustrie konzipierten Comedian-Kurs ein, wo der Comedian alles mit Lachen, aber trotzdem Gesundheitstipps reingepackt hat und so weiter. Und dadurch kommen die Leute und sagen, ja gut, also an sich interessiere ich mich ja nicht für gesünderes Leben, aber zu dem Comedian will ich doch mal gehen. Und dann kommt man so in Kontakt und dann kommt man mit dem Hausarzt in Kontakt und vielleicht entwickelt sich doch da ein Kontakt. Ja? Und dadurch wird unheimlich viel Geld eingespart und dieses eingesparte Geld tut man dann rüber in den Umweltschutz. Zum Beispiel Kohlekraftwerke stilllegen bis 2026 statt 38, also 12 Jahre früher, als Frau Merkel das will. Und wir können alle Kohlekraftwerksbetreiber entschädigen. Wir können uns um die Mitarbeiter kümmern, die ja den Job verlieren dann beim Kohlekraftwerk. Ja. Und können die alle umgestalten Richtung Sonnenenergie und so weiter. Und das können wir uns alles leisten, wenn wir auf der einen Seite Geld einsparen, reicher werden. Und mit diesem reicher werden dann rüber ins Klima. Was hältst du von diesem Grundansatz? Das ist jetzt... Eigentlich war jetzt nur die Gesundheitsreform ohne Ernährungsreform, aber allein das schon mal. Also das Konzept hört sich an sich sehr interessant an. Aber soweit ich das verstanden habe, müsste der Doktor auch bestätigen, dass der Patient gesund ist, damit er sozusagen auch... Nee? Das ist reine Mathematik. Also der Versicherte, jede Krankenkasse weiß das so, wenn die Leute älter werden, sie immer teurer werden normalerweise. Und wenn jetzt diese Erwartungskurve zum Beispiel, die Krankenversicherung über jeden Versicherten, die können es auch, wenn jemand bestimmte Vorerkrankungen hat, dann ist die Kurve höher. Ja? Und diese Kurve, die wir also sozusagen solch als Kurve vor uns haben, wenn der Arzt es nur irgendwie schafft, dass man unter der Kurve bleibt, weil es dem Menschen so gut geht, besser geht, ja? Und er trotz seiner chronischen Krankheit zum Beispiel trotzdem einfach durch diese Lebensstilveränderung, mehr Sport, mehr gesunde Ernährung, etwas auch weniger Medikamente braucht, dann sieht das ja die Krankenkasse und dann schüttet sie das Geld an den Arzt aus. Der Arzt muss also nichts beurteilen, er muss nur helfen, einen gesünderen Lebensstil zu entwickeln. Ja? Das war alles. Okay, ja, das finde ich gut, muss ich ehrlich sagen. Also weil das ja sozusagen immer wieder auch in andere
Fördergelder fließen kann, die man dann dementsprechend nutzen kann. Genau. Wir werden reicher dadurch und können uns dann den Luxus eines klimaneutralen Deutschlands leisten. Das ist das, was sich die Fridays for Future wünschen. Also wenn du jetzt zum Abschluss unseres Interviews sagen würdest, einen Gruß an die Fridays for Futures richten würde, findest du, dass sie darüber mal diskutieren sollten, über diesen Plan, diesen 900 Milliarden Euro, 7-Jahre-Plan, mal gründlicher diskutieren sollten, denn wenn die das in die Medien bringen, dann kriegen wir das nämlich. Weil wenn das in den Medien diskutiert wird, dann kriegen wir das auch. Ja? Deswegen so, was würdest du den Fridays for Future raten? Wie sollen sie mit diesem Plan vorgehen? Denn bis jetzt behandeln sie ihn noch nicht so gründlich. Ne? Also deswegen, es handelt sich ja wirklich um eine hohe Summe. Und ich bin natürlich auch der Fan davon, dass man erstmal schaut, wie einfach kann man das Ganze gestalten, um zu sagen, wo kann jeder bei sich selbst anfangen, und wenn man dann darüber kommuniziert und diskutiert. Aber grundsätzlich kann ich denen empfehlen, das nochmal kritisch zu überblicken, zu hinterfragen, und wenn da nichts gegenspricht und wirklich das für das Allgemeinwohl einen Nutzen hat, dass sie das auf jeden Fall fördern sollen. Denn natürlich, es muss alles kritisch diskutiert werden. Auch jeder Wissenschaftler will ja, dass alles hinterfragt wird und diskutiert wird. Aber wenn die das in die großen Medien bringen und das dort überall diskutiert wird, stell dir vor, Greta Thunberg lädt ein zu einer Pressekonferenz in Deutschland, dann kommen alle. Und wenn dann diskutiert wird, 3 Wochen lang hin und her diskutiert wird in jeder Fernseh-Talkshow, ja, dann entsteht ein Meinungsbild. Und dann kommt es zu der Überlegung, wollen wir diese Reform oder wollen wir sie nicht? Also ich glaube, man sollte vielleicht in der Kombination schauen, inwiefern generell die Industrie, also generell die Tierzuchthaltung und alles, was mit den Abgasen, die Autos, wie die verwendet werden, und auch international, also global, ein Bewusstsein dafür entwickeln, um zu schauen, wo kann man auch vielleicht unabhängig davon, dass man Geld investiert, indem man einfach andere Verfahren verwendet, vielleicht auch schon gegebene Technologien nutzt, um die Natur dementsprechend zu schützen. Also Bäume zu pflanzen, überall, wo man Bäume pflanzen kann. Weil ich glaube, wenn man jetzt einen Pott entwickelt, wo es da um 900 Milliarden Euro geht, kann man das natürlich in so ein cooles Konzept investieren. Aber wenn man dann grundsätzlich nicht die Gesellschaft betrachtet, was gerade passiert und wo Gelder investiert werden, dann kann es sein, dass diese 900 Milliarden investiert werden, aber es trotzdem Überproduktion herrscht. Und also deswegen habe ich eine super gute Nachricht für dich, denn wir haben jetzt über eine von über 20 Reformen gesprochen. Und die 20 Reformen haben das Ziel, dass es ein Konzernziel wird, Umweltschutz zu praktizieren. Also verstehst du, dass die Konzerne werden so bezahlt in Zukunft, dass sie mehr Gewinn machen, wenn ich nicht krank werde und wenn ich bessere Wohlfühlnoten abgebe. Und dadurch wird das Interesse der Konzerne lauten, ich muss die Umwelt sauber machen, ich muss die Umwelt reparieren, denn glückliche und gesunde Menschen gibt es nicht in einer vergifteten, verdreckten Umwelt. Ja, das geht nicht, zusammen. Wenn ich will, dass die Menschen älter werden und lange gesund bleiben und länger älter werden, denn Professor Völpel sagt, dass wir genetisches Material für 127 Jahre haben, gesunde Jahre, sagt er, Altersforscher, ja. Und das heißt, dass die Industrie aus Profitgründen heraus die Umwelt reparieren wird. Das ist das Ziel der Professoren. Aber dazu müsste man jetzt natürlich mehr über die gesamten Reformen wissen. Aber das ist auch unser Ziel. Ja, also genau. Also. Und wie sieht das aus mit, wird das dann auf globaler Ebene umgesetzt? Also hat man dann schon... Deutschland soll nur das, Greta Thunberg hat jetzt sich ja gewünscht, dass Deutschland das Vorbild, dass Deutschland der Welt zeigt, dass Wirtschaftswunder und Umweltschutz zusammengehen können. Und das würden wir mit dieser Strategie, würden wir das beweisen, dass das geht. Und dann würden wir sagen, liebe andere Länder der Erde, ahmt das sofort nach, USA, China, Indien und so weiter. Macht es genauso wie Deutschland, denn dann habt ihr auch ein Wirtschaftswunder und ihr könnt euch auch leisten, richtig Umweltschutz zu machen. Sieht
jetzt aus mit dem erhöhten CO2-Ausstoß? Wie greift der Plan da mit ein? Ja, indem das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland schon 2026 vom Netz genommen wird. Dafür reichen die 900 Milliarden aus. Ja? Da reichen sogar 450 Milliarden für aus. Und dann haben wir noch 450 Milliarden für andere Klimaziele. Also wir würden also den CO2-Ausstoß unserer Kohlekraftwerke innerhalb von 7 Jahren auf null fahren. Ja? Und dann würden wir uns an die anderen Aufgaben machen, gleichzeitig schon. Wir würden das alles gleichzeitig machen. Denn 900 Milliarden sind weitaus mehr Geld, als wir brauchen, nur um die Kohleindustrie in Richtung Sonnenenergie und so weiter zu bewegen. Ja? Also das heißt, damit würden wir alle Ziele von Fridays for Future eigentlich erreichen können. Ja? Also ich kann euch gerne anbieten, für bestimmte Veranstaltungen Comedians zu organisieren. Weil ich auch ein cooles Netzwerk habe mit witzigen Menschen. Weil ich bin selber auch Künstler und versuche eigentlich auch, mich seit längerem sozial zu engagieren. Also da wird es dann zukünftig neue Arbeitsfelder geben für Comedians, nämlich Comedian mit Gesundheitsinformationen zu verbinden, so wie das Dr. Eckart von Hirschhausen ja manchmal auch schon tut. Ja? Und da wird in Zukunft ein Markt entstehen für euch. Ich hoffe, dass ihr da bald zum Zuge kommt. Denn jeder Hausarzt hat auch ein paar Leute, die sich gar nicht für Gesundheit interessieren, die aber gern zu einer Comedy-Veranstaltung gehen. Ja? Und mit Speck fängt man die Leute. Ja, es ist halt nur wichtig, da eine Transparenz mit einzubringen und eine Kontrollinstanz, weil sobald es sich um höhere Summen handelt, dann kann es wahrscheinlich auch wiederum abdriften und diese Riesenmenge Profit, die man da erzielen kann, dass das wirklich auch vernünftig verwaltet wird und genau in die Projekte fließt. Wie wird das abgesichert, dass die 900 Milliarden wirklich so investiert werden? Also das ist quasi sozusagen so für uns ganz wichtig, dass das für uns wird das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen anvertrauen, das muss zur einzigen von vielen Kriminalbeamten, Polizeibeamten gesicherten Station werden, in der wirklich überwacht wird, welche Gelder werden generiert, wo, ja, und wie viel Prozent davon fließen dann auch wirklich rüber ins Klima. Und die Bundeskanzlerin muss den jungen Leuten das in die Hand versprechen, vor laufenden Kameras. Und wenn nur der geringste Verdacht entsteht, dass die Gelder abzweigt für andere Zwecke oder so, dann muss noch stärker gestreikt werden und noch mehr protestiert werden. Weil das muss natürlich so sein. Sie muss das den jungen Leuten versprechen. Von jeder Milliarde, die neues Geld erzeugt wird, gebe ich 95% fürs Klima in den nächsten 7 Jahren. Denn sonst nur so kommen wir dann auf diese 900 Milliarden. Ja, also das muss überwacht werden. Und auch die Medien müssen das kontrollieren. Die Medien müssen, Journalisten müssen das nachrechnen und kontrollieren und so weiter. Ohne das geht's nicht. Ne? Ja, und wenn es geht, eventuell auch einen Plan mit integrieren, der sozusagen die Gelder für die Rüstungsindustrie reduziert. Und ich glaube, allein diese Gelder, das ist auch eine ganze Menge. Das sind, glaube ich, 40 Milliarden pro Jahr, die wir da holen könnten. Und da ist der Plan der Professoren übrigens so. 400 Milliarden. Also das heißt, auch das wollen die Professoren machen. Die wollen, dass der Rüstungsetat mit einer bestimmten Strategie drastisch reduziert wird. Nämlich, die Kanzlerin muss den Rüstungskonzernen sagen, liebe Aktionäre, ihr kriegt im nächsten Jahr die gleichen Dividenden wie im letzten Jahr, wenn die Zahl der getöteten Menschen weltweit um 5% kleiner geworden ist. Das heißt, ihr müsst jetzt neu denken. Ihr müsst jetzt Friedensarbeiter in die Welt schicken. Ihr müsst Friedensarbeiter ausbilden, Verhandler ausbilden, Friedensverhandler ausbilden. Und in der ganzen Welt eure Aufgabe in Zukunft heißt Friedenssicherung. Profitieren die nicht eher dadurch, dass Kriege entstehen und dementsprechend Waffen? Genau so ist es im Moment. Das muss ja geändert werden. Also genau das muss geändert werden. Das heißt, der größte Profit muss entstehen, wenn es keine Kriege mehr gibt. Das machen die Professoren so. Beispiel Europa zum Beispiel oder Deutschland. Es werden ganz kleine Raketen, die völlig ungeeignet sind, irgendjemanden anzugreifen, die gerade dazu ausreichen, um eine anfliegende Rakete zum Absturz zu bewegen. Oder einen anfliegenden Panzer so aufzupieken, dass er halt stillgelegt wird. Ja? Sodass man sich gegen Angriffe wehren kann, aber selbst nicht mehr angreifen kann.
eine sogenannte echte Defensivrüstung. Deutschland trennt sich von, hat keine eigenen Panzer mehr, zieht alle Soldaten aus allen Ländern zurück sozusagen, macht dort keine Angriffskriege mehr mit, keine USA-Angriffskriege mehr mit und so weiter. Und wir werden ein reines defensives Land wie die Schweizer, ja? Und ziehen, bauen unsere gesamte Rüstung um auf einen Raketenabwehrriegel, der aber nur defensiv ist und der auch nicht transportabel ist, der nur unterirdisch tief verankert ist. Wir können dann angreifende Raketen abfangen, hier so von unten nach oben, aber, und Flugzeuge abfangen, aber wir können nicht mehr angreifen. Und dann sagt Russland, ich fühle mich weniger bedroht, ich kann jetzt auch ein bisschen abrüsten. Ne? Und so kommen wir in einen Abrüstungsprozess hinein und irgendwann gibt es kaum, irgendwann bauen sogar die Staaten alle ihren Abwehrriegel ab, weil sie das auch nicht mehr brauchen irgendwann. Und dann haben wir diese ganzen Gelder, dann haben wir die ganzen 40 Milliarden pro Jahr frei für den Umweltschutz, für die Verbesserung der Lebensqualität und so weiter. Klingt das gut? Auf jeden Fall. Das ist auch mein Traum, wovon ich mein Leben lang träume. Und ich glaube, wenn man einen positiven Bewusstseinswandel in die Richtung erzeugt, ob als Wissenschaftler oder als Künstler oder einfach nur als Mensch mit einem Herzen, kann das gut funktionieren. Deswegen mein Respekt auch an Sie und an die Jungs und Mädels vom Fridays for Future. Ich glaube an euch. Ja, super. Alles klar, danke, gell? Gerne. Gut. Faust, modern. Alles klar, ich mache Stopp.